So, hey Leute, frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Das habe ich natürlich alles geplant, dass an Weihnachten direkt eine Folge rauskommt, wie man hier sieht, Winter ist, ne? Sehr stürmisch und so, weiße Weihnacht. Hier kommt jemand runter marschiert, den ich jetzt irgendwie ausschalten muss und total die Panik habe, dass ich es nicht schaffe, weil er so groß und muskulös ist. Tilt. Komm schon, schleich schon mal da hinten rum, damit ich dich abstechen kann hier. Ninja, Ninja, Ninja. Hast du jetzt wenigstens mal eine Knarre für mich? Das gibt's doch nicht. Das kann doch alles nur ein schlechter Scherz sein hier. Toll, die Flasche ist voll. Wo lang? Aber auch nur bei Optimisten. So. Kann man hier drin vielleicht noch knacken? Lauter Flaschen, ne? Scheiße, was macht der da? Der jetzt her? Wo kommt denn bitte der Typ da unten jetzt her? Alter. Alter. Das war's, Leute. Das war's. Oh mein Gott. Toll, abgestochen und immer noch keine Knarre. Und gerade am Verrecken. Das passt doch richtig zu Weihnachten, ne? Weihnachtliche Stimmung. Warum habe ich den eigentlich nicht gesehen? Oder ist vielleicht der Typ von da unten? Keine Ahnung, keine Ahnung. So. Herstellen kann ich natürlich auch nichts. Vorne steht schon der andere Typ bereit. Denkt schon, Alter, der Tussi knall ich jetzt mal voll ein von Latz. Das gerade so eine schlaue Idee war. Da unten geht's auch noch weiter. Beispiel Zweifler. Ne, hätte ich mich nur außen rumschleichen können. Verdammte Kacke. Wie soll ich jetzt den Typ da weglocken? Weil er mich sieht, knallt er doch einfach frisch drauf, die Sau. Was war das? Hallo, bist du blind oder was? Was war das? Mach die Klubschaue auf, dann geht das. Bewegt sich aber nicht, ne? Die Sau. Bewegt sich aber auch kein Millimeter, der Typ. Was war das? Scheiß drauf. Kann mir bitte jemand sagen, warum der das jetzt gesehen hat, dass ich hier war? Verdammt nochmal, wo ist sie? Wo ist die Kleine? Hier bin ich! Hier bin ich! Das ist so eine richtig schöne Schleichorgie hier. Was schon ein bisschen länger drauf geschneit war. Hier kann ich durch. Hier kann ich durch. Geh schon lieber durch ein kaputtes Gitter, das ist immer sehr einladend. Ach was. Verdammt. Was ich einfach mal bräuchte, wäre wirklich eine Knarre oder so. Das kann doch alles nicht angehen, dass ich hier rumschleiche, nur mit einem Messer und einer Flasche. Einer leeren Flasche. Und gerade schon am Verbluten bin, wie so ein abgestochenes Schwein.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war zwei, sind sogar drei. Ja, wenn es da nicht der dritte kommen würde, wäre ich dem einen ja mal schön hinterher. Der ist jetzt weiter weg. Jetzt kann ich ihm hinterher. Wenn ich jetzt nur noch eine Waffe hätte, wäre das so richtig geil. Jetzt mal so richtig ohne Scheiß, ne? Was soll ich mit einem Messer gegen drei bewaffnete Typen anfangen? Kommt er hier rein? Nö, natürlich nicht, ne? Das wäre so typisch. Typisch NPC. Ich sollte hier irgendwo warten. Und ihn dann überrumpeln, wenn er nochmal hier reinkommen würde. Aus läuft der knallhart weg. Und jetzt läuft der knallhart zu mir. Oder? 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 Hallo? Oh ja. Oh scheiße, ja. Nö, oder? Alter. Oh, sie sind überall. Ach du Scheiße. Also das ist mal ein weiter Sprung nach hinten, ne? Diesmal wissen wir dann etwa, wie wir es machen. Warum steht hier überhaupt eine Klimaanlage? Ein Außengerät. Egal. So, jetzt hätten wir das geregelt. Jetzt weiß ich aber aus Erfahrung, dass da hinten auch einer langkommt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Mistkerl! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, er kam, sah und schoss. Ist natürlich blöd. Jetzt auf, beweg dich, du Pimmel. Alter Penislösch. Klar, ne? Das ist so eine richtig schön typische. Wie nennt sich das? Mexican Standoff oder so ähnlich. Du bist zuerst bewegt, ist tot. Verdammt. Das ist eine Flucht. Natürlich nicht. Ich kann jetzt höchstens auf ihn zurennen. Beten, dass er mich dabei nicht umniedet. Und versuchen, ihn ein Messer in die Brust zu rammen. Ja, das war's dann wohl, ne? Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt. Geiler Scheiß.
Ist natürlich auch nicht so alltäglich, dass man den einfach so erwischt und vorbeilaufen wie so bei One Piece, Laura Zorro Style oder so in der Art. Die Flasche kann ich gebrauchen. Was war das? Was war? Das war ich. So. Und immer noch keine Knarre. Der reinste Irrgarten. Ach nun, sag bloß. So. Da war ich hochgegangen vorhin. Da war ich da lang geschlichen. Da war ich da rüber. Dahin, da habe ich gedacht, oh mein Gott, das sind ja Leute. Das sind tatsächlich Leute, ne? Das ist echt faszinierend, dass da auch noch Menschen sind. Ich muss sagen, die Mission hier, die ist eine sehr, sehr langwierige. Das könnte sehr, sehr hart werden. Bleibt mal noch in Deckung. Alter, was macht der? Der Epilepsie oder was? Oh Scheiße. Ja, Leute. Das gerade eben nennt man eine knappe Geschichte. Ich hoffe, dass der Typ schnell genug hier nochmal zurückkommt. Oder nein, weißt du was? Ich gehe raus und fange ihn da vorne ab. Wenn er zurücklaufen will. Jetzt sag nicht, der ist da. Hä? Das ist ernsthaft da wieder rein. Komm schon, komm. Trau dich. Aber komm, Chris, allein. Auf jeden Fall sind wir mal jetzt genauso weit wie vorhin, nicht? Mit dem Unterschied, dass ich jetzt noch lebe. Noch. Wie gesagt, noch. Kommt jetzt schon wieder eine. Komm schon. Komm rein. Ich mach dir nichts. Ich will nur spielen. Es ist ja nicht mal da reingekommen, ne? So hab es. Wie viele Leute gibt es da draußen? Läuft denn nur der eine jetzt noch rum? Oder ist da ein anderer? Der noch irgendwo rumschleicht. Auf jeden Fall muss ich den ausschalten, bevor ich hier rausgehe. Ansonsten werde ich direkt wieder entdeckt. Ich muss warten, bis er herkommt. Dann springe ich raus und metzel ihn. Soweit die Theorie. Die Praxis funktioniert auch. Das ist schon eine schöne Sache. Sag nicht, der hat einen Backstein verloren. Wollte mich verarschen oder was? Ich brauche Munition, keinen Backstein. So. Oh, verdammte Kacke. Zwei Leute haben hier eine Leiche entdeckt. Das ist nicht das, der positive Aspekt, den ich erhofft hatte. So. Warum ist hier eigentlich so ein übelster Schneesturm? So arschkalt. Und ein Pferdeschwanz schon eingefroren. So. Ein Schneemobil.
zwar gerade gar keinen blassen Dunst, auf gut Deutsch, wo ich überhaupt hin muss, aber ich schlaf dann einfach mal, ne? Oh mein Gott, ganz ehrlich, das Lauschen ist echt verdammt praktisch gerade. Es wird langsam Zeit, dass ich irgendwie ein Missionsende hier finde. Es geht mir langsam auf die Eier, ich will nicht mehr nur blind hier rumschleichen, ich will ballern, ich will kämpfen, ich will Krieg. Mal ganz ehrlich, ohne Scheiße. Gibt's hier überhaupt irgendwo einen Ausgang? Gut. Jetzt sind wir in der Küche von denen angekommen, oder was? Schamas. Jetzt nur mal so ohne Scheiß, ne? Halleluja, das ist natürlich gut. Das ist richtig praktisch. Alter, ist hier überhaupt irgendjemand? Sag mal, Leute. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass hier jemand ist. Das ist natürlich saublöd, ne? Aber so richtig kacke ist das. So, noch ein Medikit, auch sehr schön. Ja, Leute. Ich meine, ist alles schön und gut, ne? Das Problem ist nur, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Und dass hier irgendwie nichts ist. Sagt mal, wollt ihr noch alle verkackeiern? Höchstens. Also Scheibe, nix, nix, nix. Ach du mein lieber Gott. Jetzt kommt schon. Vielleicht die Tür. Einfach. Das sollte man einfach mal durch die Tür gehen. Ah, wir sind Backen hier. Wie hast du es geschafft? Dann okay. Du kannst nirgends hin. Du bist nicht infiziert. Das ist natürlich beschissen. So richtig scheiße ist das. Du bist nicht infiziert. Ich sehe. Da bist du ja. Ich frag mich nur, warum ich den. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab braves Mädchen. Oh, verdammt. Hey, Ellie.
tröstet dich zu wissen, dass nichts davon verkommen wird. Oh, du Arsch. Verdammte Scheiße. Weißt du, wie ich wünschte, du hättest Jane nicht getötet. Ein guter Mensch. Ich hatte nur seinen Kopf, wie alle, die du getötet hast. Verstärken. Mehr Essen für jeden und dadurch mehr Kraft. Jetzt mal ohne Witze. Ellie, komm schon. Ich weiß, dass du mir unbedingt etwas sagen willst. Du mieser Scheißkerl. Auf da rum zu hüsteln. Nein, gar nicht. Du sicher? In Ordnung. Ich hasse Schleicherei. Wo ist überhaupt meine... Oh, Scheiße. Überhaupt meine Knarre auf einmal hin? Muss immer überlegen, wann greift man an, ne? Das ist doch ein schlechter Scherz, jetzt mal ohne Witze. Kann ich den Typ jetzt endlich mal erwischen irgendwie? Ja! Verdammt! Muss ich das noch 20.000 Mal machen oder was? Das kommt in Ordnung. Du überraschst mich immer wieder. Verdammte Scheiße. So schade, dass Oh, Kacke. Das wird. Kurz und schmerzlos. Ja, du kannst mich mal. Wie du willst. Sag aber nicht nach Wissen. Sag! Lauf, kleines Häschen, lauf. Oh, verdammte Scheiße. Ich seh dich. Kacke, Alter, das war bei... mal richtig schön fett. Ja, das Messer über den Rücken gezogen hier, voll durchgezerrt. So, das Problem ist, dass langsam die SD-Speicherkarte voll wird. Bedeutet, ich muss jetzt gucken, dass ich das endlich mal beende hier, die Scheiße. Alter, wo ist der Typ? Da hinten hockt er und wartet, die Drecksau. Rumschleicht, der Bastard. Und kann doch nicht angehen. Kacke. Jetzt
Alter, wie schnell ist der bitte? Ist das so ein kleiner Psychoflitzer oder was? Verdammte Kacke. Alter, wie schnell ist der bitte? Ein richtig kleiner Pisser ist das. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch alles nicht. Leute, Leute. Scheiße, ist das, der jetzt da so lang slidet wie so ein Psycho, Alter, das ist ja... Scheiße. Ach du Kacke. Da hinten ist ein Motor. Der alte Geist ist gestört. Das Schlimme ist, durch das Rumschleichen kann ich ihn halt leider auch nicht wahrnehmen, so wirklich. Jetzt nur die Frage, von wo kommt er gerannt? So! Jawoll! So läuft das! So muss das! Seht ihr, wenn ihr mal ein Problem habt mit irgendwelchen Psychos, dann ruft mich jetzt ab! So, würde ich sagen, gehen mit dem beide Ellie retten, aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.